Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 auf der Hofbergmann zusammen mit dem lieben Niklas und mir, dem Robby. Einen wunderschönen guten Abend. Oder morgen oder Mittag oder was auch immer. Ja, ich bin jetzt dann bald durch mit dem Feld hier. Ich bin tatsächlich schon durch. Genau jetzt. Zufall? Ich denke nicht. Ja, tatsächlich wusste ich nicht genau, wann es soweit ist, aber bald, ja. So, dann machen wir abschließen und abschließen. Dann haben wir nämlich wieder 41.000 auf dem Konto. Oh, Nummer 360.000. Oder so, ja. Ja, was denn? So, Niklas ist gerade am Käse dran. Ja, schmeckt gut. Ja, schmeckt gut. Ich hol mir jetzt Käse. Ich hab Bock auf Käse. Wow. Gib mir eine Minute. Mach, was du nicht lassen kannst. Ja, da. Wenn die Lust auf Käse einpackt, dann lässt man auch gerne mal die Aufnahme links stehen und geht Käse holen, ne? So, ich habe jetzt, was waren es, 5000 Liter Dünger verballert. Und könnte eigentlich gleich noch unsere Felder düngen. Dann sind die schon das erste Mal gemacht. Bevor wir die grubbern. Das klingt eigentlich nach dem Plan. Wir haben ja die unerklärlichen 24 Meter. Was uns natürlich nicht stört. Wohlgemerkt. Ja. Was hat Niklas in der Zeit gemacht? Er hat die Wiese gemäht. Die Wiese 11. Glaube ich, ja. Hat das Ganze abgefahren. Gras ins Silo. Nee, Quatsch. Er hat Silage draus gemacht. Braucht man ja für die Kühe. Ja. Und bringt jetzt den Käse. Also hat Ziegenmilch geholt und bringt Käse zum Verkaufen. Und ja, soweit der Stand. Ich dünge jetzt hier noch. Und dann, ich weiß nicht, ob wir den Ernteauftrag hier noch annehmen sollen. Für ein bisschen Sorge um Hirse. Weiß ich nicht. Ob sich das wirklich lohnt. Ist übrigens, so eine kleine Randnotiz, die erste Aufnahme mit den neuen Einstellungen vom Mikro. Ich bin echt, also nee, die zweite Aufnahme eigentlich, die letzte war die erste. Und ich bin echt gespannt, für mich beim Testen klang es echt gut. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was ihr davon haltet oder wie das jetzt so... Ja, vielleicht klingt man ja beim Testen immer ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Es hilft nur eine Stimmbandoperation. Das sowieso. Das sowieso. Nee, mal schauen, wie jetzt so die Einstellungen sind. Vom Ton, von der Musik und allem. Sind wir gespannt. Musste tatsächlich noch ein Kabel tauschen, weil das Käsewert hätte ihn nicht angenommen. Wusstest du das? Heißt hier nicht angenommen. Stand da gerade. Ich bin noch immer beim.
In den Hänger schmeißen. Ja. Du guck mal rüber, wenn du vorbeifährst. Hier fliegt der Käse. Yeah, Flying Cheese. nee, was ich sagen wollte, ich musste tatsächlich noch ein Kabel austauschen, weil das ein Rauschen auf dem Mikro gab. Das alte. Keine Ahnung wieso. Das war eigentlich ziemlich neu. Und, ja, kann es geben. Vielleicht kann ich das noch für was anderes nutzen. Mal schauen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das der Dünger hier reicht. Knapp werden. Und ja, die zwei, drei Stellen da werde ich noch auskorrigieren. Ihr kennt mich ja. Mein Gott, ich war gemutet, ich rede die ganze Zeit. Ah, okay. hier kann man Butter auch machen. Aha. Weiß. Kannst du mit dem Eimer und dann Anhänger den, oder nee, mit dem großen Kahn kannst du da vom Anhänger Milch holen und dann da mit dem Eimer von dem Wagen Milch nehmen und da reinschmeißen und dann Butter herstellen. Okay, lassen wir. Die ganze Map ist so aufgebaut, Niklas. Krass. Also du wirst hier viel mit Eimer arbeiten. Ich schmeiß jetzt den gefüllt 3000. Käse in den Anhänger. Ja, das hört nicht auf. Wie viel ist denn da noch drinnen? Einiges. Wir haben auch schon ein bisschen was produziert. Habt ihr die jemals schon verkauft? Nein. Okay. Aber wir wissen, dass du das zu vollster Zufriedenheit erledigen wirst. Ja, ich will die BGA. Nur gucken, dass ich hier nicht überladen bin mit Käse dann. Ah, wir haben keinen Polizisten hier. Noch im Spiel? Ich? Ich. Also ich habe Standbild. Echt? Ja. Jetzt ist alles schwarz. Ja, du bist noch drin. What the fuck? Ah ja. Bin echt noch drin? Laut meiner Anzeige ja. Also meine Les hat sich gerade geschlossen bei mir. Echt? Ja. Okay, laut Server bist du auch noch drauf. Das war zu viel. Zu viel Käse. Viel Käse in-game. Ja, das ist wahrscheinlich wegen Real-Life-Käse. Ja, dein PC hat das nicht verkraftet. Aktivierungsproduktschlüssel wird bereits verwendet. Bitte versuchen Sie es später erneut. Jetzt hast du den Server verlassen. Ah, okay. Na Leute, kann sich nur um Stunden handeln, bis Niklas wieder da ist. Ach. Zehn Stunden später. Ey, das musst du jetzt so einfügen im Video. Wehe, das ist nicht eingefügt.
3 Stunden später. Da gibt's ein Dislike. Oh, wow. Und ein negatives Kommentar. Na gut, die kann ich ja ausblenden. Das ist echt eine geile Funktion bei YouTube. Wenn einer mich spammt oder so, ja, kann ich den quasi so schalten, damit, dass er noch weiterhin Kommentare machen kann. Ja, aber die keiner sieht. Ja, aber er sieht die weiterhin. Das ist ja Veräpplung auf ganz anderen Level. Ich bin übrigens wieder da, ne? Ja, ich weiß. Also 10 Stunden später. Oh. So. Aber irgendwie habe ich jetzt keinen Sound. Läuft bei dir, ne? Ey, fuckt mich das jetzt ab. Warum habe ich jetzt keinen Sound? Magst du mir das verraten? Nee. Warum nicht? Das Hofgeheimnis. Ist ey. Ach Mann. Hey, das stört mich jetzt. Niklas hat den Server verlassen. So, dann haben wir mal zwei Felder fertig. Bekomme ich jetzt wieder Sound? Hast du gar keinen Sound mehr? Ja, dich höre ich. Aber ja, habe ich echt null Sound. Wenn du unten rechts auf den die Soundoptionen gehst, oder was? Dein Headset vielleicht nicht ausgewählt ist. Ja, warum auf einmal? Hatte ich auch schon. Plötzlich kein Sound mehr, PC neu gestartet, alles und dann war es dann doch das. Ja, stimmt, war das. Dalle. Du vegan für Rosa. Oh, nee. Leute, wir machen hier Folgenabbruch, damit das nächste Mal er vielleicht das ganze Lied vergessen hat. Ich glaube, das vergesse ich nie wieder. Trauma ist das, ein Trauma. Dann erspar doch die Welt mit deinem Trauma. Hey, über Trauma muss man reden, sonst machen sie einen fertig. Mhm. Okay, schön haben wir darüber gesprochen. Bist du vegan? Ja. Leute, es tut mir so leid. Ihr werdet ihn noch öfters hören. Vegan für Robby oder brutal gegen ihn? Seid brutal, bitte, seid brutal. Gemeinsam gegen Veganer. Ich wusste immer schon, dass du eher ein brutaler Typ bist. Da, wo muss ich hin, den Käse verkaufen? Ich bin brutal geil. Schau doch wo. Wo muss ich den Käse verkaufen? Das ist, hast du Ziegenkäse oder beides? I don't fucking know. Wird wahrscheinlich normaler und Ziegenkäse sein. Käse aus feinster Kuhmilch. Hast du? Ja. Steht zumindest drauf. Was wird denn hier hergestellt? Beides. Ah,
Nee, also ich habe nur normalen Käse. Okay. Weil die sehen optisch anders aus, ne? Ich habe nur normalen Käse. Gut, dann da wo Käse. Was dann wo Käse? Bester Preis. Hier Stüberl. Wo ist das? Ganz oben links. Bei Feld, Unterfeld 26. Ach du heilige Scheiße. Gut. Da fährt er. Ist der reingucken? Der ist voll der Hänger. Ich sehe es, ich sehe es. Irgendwie ruckelt das Spiel jetzt etwas bei mir. Okay. Ja, vielleicht. Ist das der Käse? Ist Angst, das dass ich Käse umkippe und bin ist komplett das nicht? Käse. Scheißegal, ich esse dich. Du kannst alles von mir haben. Doch ich esse es ohne Fleisch. Ich hab Angst, dass ich den Traktor umschmeiße und der ganze Käse herumfliegt. Aber wäre nicht das erste Mal. Ah, das gibt's aber nicht auf Video. Hä? Nee. Das war auch gotcha. Nicht mit, das war auch nicht mit Käse, sondern mit dem Gemüse. Ja. Aha. Wissen wir da was nicht? Wir haben es, glaube ich, sogar in der Aufnahme noch gesagt, dass da was Malheur passiert ist. Aber die Eier so in den Hänger dort einzuschlichten ist auch mutig, ne? Das ist Sinan. Ich habe sie einfach reingeschmissen. Okay. die halten sicher nicht. Ich weiß es nicht. Der bekommt ja die Türen nicht zu hinten. Vermutlich. Aber das Sinan wollte das so, ich lass ihn machen. Er ist genug alt und genug groß und das türkische Temperament. Genau. Ja, Garten müssen wir dann auch wieder mal lernen, aber ich denke, das machen wir dann mal zu dritt. Was müssen wir lernen? Den Garten lernen. Achso, lehren. Lehren. Ich hab lernen verstanden. Nee, wir müssen nicht lernen. Wir können schon alles. Nur nicht so gut. Vegan für Rosalinde. Sinan, schau, dass dein Internet wieder funktioniert. Bitte. Er will mich nicht mehr dabei haben. Ja doch, aber dann sind wenigstens zwei... Normale. Normale, genau. Also ich und Robby. Schön gesagt. Hat man eigentlich eine gute Aussicht von hier oben, ne? Oh, Leute, jetzt gibt's Geld. Ah, ich dachte, es ist mehr, wenn ich ehrlich bin. Weil das war's nämlich schon. Ja, waren 10.000. Ja. 40 Spielstunden. Ein Laib Käse ist, glaube ich, 120 Liter. 120 Liter. Also sind 10 Laibe... Circa 3000. Nee, mehr. 11.674 haben wir gekriegt. Ja. Wie viele Leibe waren es dann? Keine Ahnung. Ja. Viel. Ja, viel. So. Dann... Bin eigentlich immer noch in der Folge? Ja, ja. Oh. Hallo Leute. 19 Minuten. Ja, du bist ziemlich Anfang der Folge, bist du Käse holen gegangen. Ah. Ah. Ja, wir hatten keinen mehr. Ich habe mir Wurst geholt. Bist du vegan für uns? Hier waren wir schon lange nicht mehr, ne?
Was müssen wir dann noch machen? Das ist, Was ist eigentlich mit der Kuhmilch? Kuhmilch? Ja, ich würde die tatsächlich dann zu was anderem machen. Okay. Zu was weiß ich tatsächlich noch nicht. Kauf's an die Samenbank. Ich bin so froh, bist du da und hast da so geniale Einfälle. Ja, ne? Ja, aber guck, wir haben heute schon 50.000 plus gemacht, ne? Ja, gern geschehen. Ach stimmt, die Kuhmilch kann man dann zur Molkerei fahren. Die haben wir da jeweils in die Molkerei gekippt. Und da gibt es dann Paletten mit Haarmilch. Haarmilch bringt viel mehr. Ah, wo ist denn? Haarmilch. Haarmilch, ja. Was ist das? Haarsohnmilch. Nee, die ist Metzgerei. Haben wir noch Wohnwagen mit? Also so einen Tankwagen quasi? Oder haben wir nur den einen? Nee, müsste theoretisch bei den Ziegen noch einer stehen. Ja, bei den Ziegen war keiner. Doch, im... Wo ist denn der? Hm? Irgendwo haben wir noch einen, so einen Tankanhänger, glaube ich. Oder? Hier, nee, nicht hier Transport, sondern Tierhaltung. Nee, das ist ein Wasseranhänger, glaube ich, oder? Wo ist denn der? Bei den Ziegen oben steht ein Wasseranhänger. Ah, hier. Ja, der kann aber alles. Oh, ein Alleskönner. Ja, der kann alles. 7500 Liter. So, ich suche jetzt aber immer noch die Molkerei. Links oben. Links oben? Ah, nee, nicht links oben, links unten. Nee, das war Lohnabfüller. Hatte ich denn die denn? Dort oben. Die Stadt. Ja, da fällt 19 dort. Ah, genau. Und. Links zwar, oben, links unten, Mitte oben. Genau, weil das Mitte bringt oben. Dann, das bringt dann die Haarmilch, das ist quasi pasteurisiert und verpackt ist die dann. Gehört denn uns die Ding? Nee, ne? Ja, es gehören uns alle Produktionen. Ah, okay. Die sind von Anfang an dabei. Und da haben wir hier schon mal 6. Okay, da sind 5 Liter Wasser drinnen. Was machen wir mit denen? Ja, schmeiß die noch rein. Und dann kannst du die hier hochfahren. Zur Molkerei. Da müssen wir dann irgendwann da hier die Paletten holen. Weil die normale Milch hat Maxpreis 1300 und die Haarmilch Maxpreis 1800. Also ist ein bisschen mehr. Willst du die Kartoffeln auch noch heute machen? Nee. Die können wir das nächste Mal machen. Aber ja, zu zweit sollte die eigentlich gut gehen, ne? Zu zweit sollte die eigentlich gut gehen. Ich lasse die mal noch. Kartoffeln sind ja noch nächsten Monat auch noch erntbar, genau. Scheiß mal wieder ein bisschen. So.
Da gehört der Mist auch raus, ne? Ja, müssen wir dann auch wieder mal eine Mistrunde machen. Erheb ihn nicht, warte. Ah, ne, der ist zu schwer. Ach ja. So. Ja. Leute. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Dann, Niklas bringt dann noch die Milch dahin und, ich könnte eigentlich mit ihm mitfahren. Einfach. Ja. Mal schauen, wie er so fährt. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und natürlich die Kommentare nicht vergessen. Würde uns natürlich freuen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße an Sinan. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du bist gemutet. Nee, ciao.